Unserem Wald ging es noch nie so gut in der modernen Zeit wie heute. Das heißt, noch nie so gut in den letzten 200, 300, 400, 500 Jahren. Und das ist das Ergebnis einer kulturellen Höchstleistung von Waldeigentümern, von Unternehmern und von Förstern. Der Preis für die Branche ist deswegen so wichtig, weil sie bisher immer sehr schüchtern und zurückhaltend war. Sie haben also es nie verstanden, sich zu präsentieren in der Öffentlichkeit und ihre guten Taten zu zeigen. Ich finde es ganz großartig, dass der erste Deutsche Waldpreis ins Leben gerufen wurde. Es ist etwas, was ich mir immer schon gewünscht habe, selber nicht geschafft habe, aber es ist ein ganz wichtiges Kommunikationsmittel für uns und für unsere Branche und dass wir die großartigen Leistungen auch nach außen tragen können. Ich sage mal, man ist 50% im Wald, den Rest im Büro und macht eine tolle Aufgabe. Jeden Tag von früh bis spät setzt sich für den Waldbesitz ein und da ist es natürlich eine Bestätigung für mich. Und mir ist es auch wichtig, der Bevölkerung nahezubringen, was wir machen. Also warum wir es durch Forstung machen, warum wir den Baum, gerade diesen Baum fällen. Und ich glaube, der Weg, der eingeschlagene, war richtig. Ich finde es überhaupt toll, dass diese Initiative erfolgt ist. Es ist noch nie in irgendeiner Form in der Forstbranche ein Preis verliehen worden. Und dass auch die Unternehmer hier berücksichtigt werden, ist eigentlich ein historisches Denkmal. Und das muss man eben ausbauen und verändern und fortführen. Lutz Freitag hat diese Auszeichnung verdient, weil er natürlich ein würdiger Vertreter seiner Zunft ist. Er ist Waldbesitzer mit Leib und Seele. Er hat Fachverstand, er hat die ganze Familie quasi mit dem Waldbesitzer-Virus infiziert und führt einfach einen tollen Forstbetrieb in Brandenburg, wo es definitiv nicht einfach ist, Forstbetriebe zu führen. Ich bin selber Förster und bin extrem stolz auf diese Branche, die im Notfall auch zusammenhält.